Jetzt laufen ein bisschen. So, guten Abend. Es ist 18 Uhr. Wir haben blauer Himmel, Sonnenschein und 17 Grad. Wunderschönes Herbstwetter. Kein Vergleich zu den letzten Tagen. Da steht jemand. Ja, die ist gerade wieder umgefallen. Ich habe sie wieder nicht hochgekriegt. Muss ich sie immer zum Teppich schieben. Und wenn sie dann mit den Vorderfüßen auf den Teppich landet, dann kann ich den Popo hochheben. Noch mein Auto stehen, muss nachher noch ausladen. Sonst wurde geschimpft, dass ich hier oben an der Kirche parke. Naja, das muss ich schimpfen. Ich habe noch Sachen drin. So, und hier schnüffelt jemand. Upp, 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 upp. Hat sie wieder Füße verdreht. Unsere Dohlen ziehen ihre Geise. Heute weht die Fahne schön. Donna geht wieder in ihre Ecke, wo sie heute Morgen verschollen ist. Ja, die Hinterbeine sind jetzt gerade gar nicht gut. Weiß nicht warum. Los, Mäuschen. Jetzt wieder laufen. Da hat sie wieder ihren Fuß verdreht. Weiß auch nicht. Entweder ist vom Liegen. Nur mal rum. Auf der anderen Seite ist er trotzdem flott unterwegs. Aber es kann natürlich auch immer die ersten Schritte nach dem Liegen sein. So, jetzt schaue ich mal jetzt über die Mauer, gucken, ob sie sich dann wieder hinlegt oder ob sie weiter marschiert. Warte mal, ich weiß gar nicht, in welcher Tasche ich deine Leckerlis drin habe. Wenn sie eine Jacke anhat, dann muss sie viel taschen. Also jetzt lasse ich sie mal marschieren. Wir schauen mal über die Mauer. Wirklich schöner Herbsttag. Da hinten, wo die Autos fahren, das ist die B30 Ulm-Friedrichshafen. So, Mausi ist schon wieder halb zu Hause. Ich komme, Donna, muss nicht wieder herlaufen, ich komme zu dir. Mit deinen verdrehten Füßen.
Ist okay. Hab nichts mehr. Weiß nicht, wo es hingefallen ist. Vielleicht hast du es auch verwischt. Schon runtergeschluckt. So, komm. Dann gehen wir nach Hause. Gehen wir wieder in die Wohnung. So, also wir wünschen euch einen schönen Abend. Bei uns ist hier Tatütata. Dass nichts Größeres passiert ist. So. Nehme ich jetzt noch mit. Zwischen den Bäumen durch sieht man vielleicht den Kirchturm, das ist Delmesinger, da waren wir heute Morgen im Büro. Sonst Blick ins Donautal. Da unten ist die Donau. Da glaube ich auch so ein Auffangbecken oder so, wo sie erweitern können. Ja. Die Abendsonne. Also ist heute schon noch ziemlich kräftig unterwegs. So, Mäuschen steht schon wieder hinter mir. Ja, 10 nach 8 Uhr. Jetzt gehen wir rein.